Hallihallo und herzlich willkommen bei der ersten richtigen Ranked-Folge jetzt nach den Placements. Ja, auch wieder mit Mali. Hallo. Oh, so laut. Daran muss ich mich gewöhnen. Auf jeden Fall dürfte jetzt das gefixt sein, dass sie nicht mehr ganz so leise ist. Ja. Was wollte ich noch sagen? Keine Ahnung. Wir Käsekuchen. versuchen jetzt auf den Weg zu Gold zu kommen. Ach ja, genau. Und Käsekuchen und Muffins. Das wollte ich eigentlich sagen. Nee. Mir fällt es gerade echt nicht ein. Ach genau, wir nehmen jetzt nicht mehr nach den 10 Placements direkt das hier auf, sondern es ist der nächste Tag. Oh, ich hatte ja solche Kopfschmerzen den ganzen Tag über, ne? Naja, eigentlich ist es noch derselbe, nur Ja, ein nach dem paar Stunden Schlafen. später. Ja, nach dem Schlafen. Also, das war dann doch etwas zu viel Anstrengung für mich. Ja, für mich aber auch, ey, das war echt heftig. Also ich bin dann heute Morgen aufgestanden. Ich kam erstmal kaum aus dem Bett raus. Noch schlimmer als sonst, ne? Kleine Info an euch: Ich habe meinen LOL komplett zurückgesetzt. Das heißt, falls irgendwo etwas minimal verschoben ist oder anders aussieht wie beim letzten Mal, da kann ich jetzt gerade nichts für. Einfach weil ich es zurückgesetzt hatte. Ja, ich habe es neu installiert. Komplett. Copy-Paste OP. Ja, nee, ich kann zu schnell schreiben. I can Ey, da write haben wir it jetzt so so. fast. Was, da haben wir jetzt so? Drei ADCs. Läuft. Herr Mitte ADC, Top ADC, Bot ADC. Müssen wir nur noch einen Jungler finden. Wie gesagt, ich kann auf jede Lane gehen, nur ADC halt prefer. Ich meine, ich war ja auch im letzten Jungle. Ich war zwar am Anfang nicht gut, aber trotzdem. Und Jungle ist das, was ich am meisten nicht mag. Eigentlich Mitte. Entschuldigung. Nicht schlimm. Kannst ja rausschneiden. Nee, du, dein Husten bleibt drinne. Weißt du, wie umständlich das ist? Ich krieg dich ja nicht von der Hintergrundmusik getrennt, ne? Ah. Das ist ja das Nervige an OBS. Du hast nur eine einzige Tonspur. Okay. Ja. Ach ja, stimmt, du nimmst ja jetzt mit OBS auf. Ja, aber es einfacher ist. Ich pack es zwar letztendlich trotzdem noch in die Aufnahme zusammen und bla, aber so ist es einfacher. Finde ich. And I'm Jesus. Ja. Und genau welchen solcher Sprüche werde ich dich niemals angucken? Naja, gut. Es kann ja auch sein, dass er so heißt. Ich denke, er bezieht sich auf meine magischen Hände, weil ich so schnell schreiben kann. Okay, oh, ja, du bist definitiv nicht. Ich kriege eh gleich die Arschkarte. Ich bin die letzte Person. Es wird doch eh keiner von uns den Supporter, also. Na und? Könnt ihr ihm die aber wegnehmen? Nein, bitte nicht. Na, darfst du. Ja, wenn du mal ein paar mehr Champions hättest und dann könnte ich sogar für dich den Thresherino picken und dann könnten wir tauschen. Es kommt darauf an, was du pickst. Also, was du haben möchtest. Weil noch ist die Ja. Auswahl eher. Und Vayne. Beides nicht so toll. Ich bemühe mich ja schon, möglichst viele Champions zu kriegen. Oh, Draven. Oh, krass, wo willst du hin? Ich habe das Gefühl, meine Erkältung ist wieder schlimmer geworden. Hört sich auch so an. Gute Besserung, ne? Achso, und Danke. für alle, die zuschauen, die Info. Irgendwo, ich glaube rechts, wenn ich das ein. Rechts ist die ganze Zeit, wo wir hier labern vorm Spiel, so ein, wenn ihr die Anmerkung nicht ausgemacht habt, eine Anmerkung, die sich nennt zum Spiel. Also, das ist dann, wenn wir wirklich loslegen. Das hier ist einfach nur, damit ihr seht, wie es vorher ist. Okay, du bist Mitte. Super mit. Mit. Ja, dann schreib mit. Okay, du hast wahrscheinlich deinen Supporter doch nicht. Nee. Top Piece. Ja, ich dachte, der schreibt mal schneller. Ja, siehst du? Was? Oh, shit, ich habe noch den Hintergrund angehabt. Entschuldigung. Internet sieht jetzt aus.
Er ist doch so, die Pick Order. Ist halt die Pick Order. Ja, da war er halt eher und da habe ich mich eigentlich dem... It's not, es nicht entwichtig. Es nicht wichtig. Ja, also... Ich nehme ja Zucker Top, ne? Bitte? Ah, okay, good to know. Ja, könnt ihr theoretisch. Ist das ein Jarvan Jungle? Ja, es ist ein Jarvan Jungle. Yes! Es ist wirklich... ja auch mit dem Plitzi tauschen. Vielleicht. Wenn er Schuh hat. Ich warte. Ich habe Zeit. Ich muss nicht einloggen. Iridia werde ich wahrscheinlich nur im Early kriegen können, ne? Ja. Ja. Weißt du, wie du gegen, also, was Iridia so kann? An die Minions ranspringen und wenn die Minions dadurch getötet werden, kriegt sie Reset darauf. Sie kann es dann, wenn, ich meine, sie unter Hälfte erleben ist? Oder ich? Sie, ne? Die. Ja. Ihre Ulti sind solche komischen Teile, die sie durch dich durchwirft und sich dadurch auch noch healt und irgendwas hat sie noch. Mhm. Ich glaube, irgendein Surf-Buff, weiß ich nicht. Was ist der letzte von ihr? Ich glaube, das W. Ja, das gibt, glaube ich, Lifesteal. Ja, okay. Ja. Also, ich schaue in letzter Zeit viele LoL-Videos. Da ergibt sich das dann ganz gut, dass ich weiß, was ist. Mhm. Aber ich habe halt noch nicht so mit gegen sie gespielt, glaube ich. Doch, einmal. Nee. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt kann gar nicht. Mit jedem tauschen. Lol. Läuft. Na gut, Annie hat ja auch jeder. Ja. Mhm. You are the one... Once watch fucking... Ich kann nicht mehr reden. Ja. Nope, dude, sorry. Ich wollte gerade Note schreiben und dann hat sich das Ding da weggeblendet. Ja, so, wir sind Silber 3, Silber 2. Also ich Silber 2, sie Silber 3. Das sind Goldleute, Lucian ist noch gar nichts. Beziehungsweise war letzte Season gar nichts. Das müssen wir ja sagen, letzte Season ist das. Vel'Koz und Iridia haben Teleport. Das heißt, wenn beide weggehen, können sie theoretisch durchtauschen. Ja, das ist doof. Ja, das heißt, wir müssen ungefähr gleich hart die Lane gewinnen. Ja. Okay, wir haben einen Fiddlesticks Gold 5 und eine Irelia unranked. Ja. Hat Irelia im Ranked auch nur einmal gespielt bisher. Oh, das ist gut. Und dann spielen wir gegen Draven Silber 2, Vel'Koz Silber 2, Leona Silber 1. Bei uns im Team Lucian Silber 2, Blitzcrank Silber 1 und Jarvan Silber 2. Also man sieht ganz klar, unsere Elo wird oberen Silberbereich angesiedelt. Ja. Ist ja aber auch so. Wir sind ja oberes Silber reingekommen. Ja. Wenn man so bedenkt, mit meinem Smurf bin ich ja auch Silber 2. Echt? Von daher, ja. Oh, cool. Also jetzt nicht mehr, aber in der letzten Season. Ah. Der immer trommelt? Mhm. Okay. Oh Mann, ey. Ich warte darauf, dass ich sagen kann, dass es jetzt bald losgeht. Es geht jetzt bald los. Ja, ich meine, den Spaß muss ich mir einfach erlauben. Vicious Escape. Bla bla bla, ich kenne seine Texte nicht alle. Da 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 da. Da da. Oh, die Leute, die immer invaden wollen, ey. Ich helfe euch dabei nicht. Jarvan ist nicht mehr da. Oh, mich nerven hier gerade meine ganzen Teetassen, ey. Ja, ich habe eben wieder. Genau, ich habe wieder gerade eben Tee getrunken. Ich weiß gar nicht, was gegen sie am effektivsten ist. Ich denke auch das Kyona. Ja, theoretisch.
machen die denn? Sie killen euch jetzt. Ja, glaube ich auch. Fiddlesticks Aussaugung ist das Stärkste, was es gibt am Anfang. Außer Ultis. Och, Vollidiot, Vollidiot, Vollidiot. Ich sag euch nur, zieht euch bitte zurück. Also, nicht du warst der Vollidiot. Ja, ich weiß. Hast du den verloren? Nee, ja. Ah, dann kannst du auch da bleiben. Ich bin so klug. K-L-U-K. Ja. Weil man invadet einfach nicht, wenn der Jungler nicht dabei ist. Ja. Und die hätten zumindest nicht den Wort stellen müssen, wie sie ihn gestellt haben, sondern einfach beim Pit von Blue rein. Damit Jav nachher den Blue-Time hat. Schon. Das das im unteren Busch, das war ich, weil ich Angst hatte, dass sie uns verfolgen. Ja, das ist, aber ich meine, es waren ja drei. Fiddlecane, Tom, Aftermath. Mann, das ist nicht mein erstes Game, Leute. Und ich bin wahrscheinlich Level 2, also 1 bis 2 immer noch stärker als ihr. Also wegen Hochnocken. Was macht der Velkos da? Alter, habe ich gerade einen Schock gekriegt, als sie nach vorne gesprungen ist. Also auf Minion wohlgemerkt. Mhm. Ach kacke, jetzt habe ich wegen ihr kein Lasted. Ach kacke, ich habe keinen Smartcast drin. So. So, gerade noch so. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Velkos hat Velkos noch nicht so oft gespielt. Dein Gegner? 217 Mal. Ei. Finde ich jetzt nicht so gut. Wer weiß, vielleicht hat er sich auch den Account gekauft und Velkos war drauf und er war nicht die Person, die 217 Mal Velkos gespielt hat. Could be. Oh, wie hat sie von mir Level 3 gekriegt? ...15 zu 13. Scheiße, ich hab den gemisst, weil ich nochmal rumgelaufen bin. Sie hat geflasht, Junge. Sie hat geflasht. Good job. Good job. Okay, sie ist wieder da. Ach, kacke. Fiddle könnte runterkommen. Mhm. Zur Mitte. Problem bei Velkos ist, der verbraucht Mana. Ich bin belastet nicht. Mhm. Ach kacke, ich muss teleporten. Ach kacke, den hab ich nicht gekriegt. Fiddle war Mitte. Ja. Gut, dass ich es gesagt habe, ne? Mhm. Summoners hast du noch? Bekalten? Nee. Ich habe Fleisch benutzen müssen. Ging mir eben genauso, als Fiddle bei mir war. Oh, das war so klar. Das war so klar. Das ist so klar. Ich bin tot. Aber es war nicht First Blood. Yep. Wie soll ich das jetzt einsortieren?
Also 2-2 steht's. Und unser Schafen hat einen Doppelkill gekriegt. Oh, sie freest. Sie freest an ihren Tower. What the fuck? Bitch. Please. Ach, kacke. Gut, dass ich nochmal rausgelaufen bin und nicht reingegangen bin. Valkos fehlt, aber ich denke, der ist weggegangen. Ah, das wird gleich richtig eklig. Scheiße, sie ist schon Level 6. Mhm. Valkos auch. Jetzt bin ich Level 6. Alter, ich krieg immer voll einen Schiss bei ihren Qs, weil sie sich so reinschmeißt, ne? Mhm. Okay, ich bin auch Level 6. Oh, weg ist es unten. Für das Mitte. Iridia no Ulti. Gut gemacht, so Leute. Nicht. Da ist ein Wort drin, du Idiot. Fiddle ist unterer. Ist am Drake. Ich weiß nicht. Irgendwie ist das hier gerade sehr stark durch Farmen ausgeprägt. Shit, ich hätte nicht gucken sollen. Fiddle Mitte unten. Oh, die hätte getroffen werden müssen. Ich krieg den nicht so! Das war nicht gut, das war das. Oh, er hatte die C oder was war das? Wir sind volle Kanne konzentriert, ne? Mhm. Boah, ich hab mehr Farm als Iridia. EZ. Angst, ja. Ah, sie hat jetzt auch ihren Flash wieder, ich aber auch. Fiddle ist top. Schneller, Leute. Scheiße, die kriegt Schade an meinen Tower. Valkos macht.
Oh, mach doch einfach einen Drake, Mann. Kacke. Okay, nicht. Shit, nicht sterben, bitte. Den kriegst du nicht mehr. Doch. Oh, gut. Gut. Sehr gut. Danke sehr. Aber mein Top-Tower dürfte jetzt gleich weg sein. Ich bin weg vorher. Och man, die hat's auch voll Schaden gemacht. Kacke. Aber ich habe unseren Drake geholt. Und einen Kill assistiert. Aber dafür ist Tower weg. Das ist jetzt doof natürlich, aber es ist so. Ja, meiner wahrscheinlich jetzt auch. Ändern. Ich komme in Mitte. Soll ich den wegkuschen da? Ja, wäre nicht schlecht. 310, okay. Den kriege ich. LOL, wie schnell ist der? Ah, shit, noch ein Ding jetzt und ich bin tot. Ich muss leider wieder anders rotieren. Wenn du willst, kann ich von der Mitte herkommen. Also, zur Seite. Ja. Ich glaube, es ist gewordet. Okay, ist gewordet. Ja, 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 ist ja gut. Hier vorne ist aber auch SS, Vorsicht. Und wieso holt er seinen Blue nicht mehr langsam ab, beziehungsweise gibt ihn dir? Ich will den gar nicht, ich brauch den auch nicht. Ja, holt ihn ab, beziehungsweise kommt er, also ich meine das im Sinne von, er kann beides. Aber bitte nicht gar nichts davon. Mhm. Weil es ist trotzdem noch EP für ihn. Redia, ist hier. Ich hab keinen Flash. Iridia kommt jetzt zu dir. Ja, und. Ach, shit. Ah, sie hat Teleport genutzt. Raikos hat keine Ulti mehr. Na, 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 na. Ich muss hier weg. Top auch nicht mehr. Nö. Jetzt sogar Tibbers tot. Und er hat aber keine Mana mehr. Ja, ich komme übrigens. Ach, ich komme nicht ran. Ich wette, hier ist irgendwo gewordet. Mhm. Warte, ich schau mal eben, ob hier ein Pinky drin steht. Nee. Voll. Ja, dann rotiere ich wieder top, ey. Kann ich ja nichts gegen machen. Ist nervig, aber ist so. Iridia ist SS, Vorsicht bitte. SS, SS. SS kadiert. Nee, sie ist nicht SS. Aber Velkos. Velkos ist Bot, oder? Der teleportiert da gerade hin, ja. Gegen Teleport kannst du nichts machen. Läuft. Nicht. Iridia ist weg, Vorsicht. Mhm. Ich habe nicht mitbeobachtet, wo sie hingelaufen ist. Kacke. Da ist Iridia, Vorsicht, bei dir hinten. Hinten links von dir. Mhm. Puh, ja, ja, ja. Bin auf dem Weg zu dir. Ich denke, die wollen sich jetzt in Mid-Turret holen. Yep.
Und Schafen holt sich in aller Gemütlichkeit sein Red ab, ey. Ja, toll. Hab schon räumt auf, Leute. Oh shit, jetzt kommt Leona. Ah, push doch einfach. Das war jetzt so halbwegs gelungen. Hätte besser gehen können. Aber hätte auch schlechter gehen können. Ich meine, war schade, dass Blitzcrank Iridia gegrabt hat. Dadurch haben wir auf die aufgegangen. Fokus. Selbst wenn ich noch die anderen gecued habe, habe ich trotzdem dann letztendlich Iridia gefressen. Dauert noch 20 Sekunden. Aber mein Tower steht noch. Das Glück meiner nicht. Aber bald steht er nicht mehr, weil Fiddlesticks jetzt pusht. Ja. Eigentlich müsst ihr Fiddlesticks einfach killen. Und dann könnt ihr relativ ruhig den Drake holen. Wenn ihr das nicht schafft, den Drake zu holen, dann hole ich zumindest hier um den Turm. Oder ich versuch's zumindest. Okay, ich werde es nur versuchen. Wow, wir haben ihn! Yep. War Jarvan dabei draufgegangen, aber wir haben ihn. Das ist schon der zweite, den wir geschaut haben. Wir sind klein und frech, ne? Mein Tower ist jetzt gleich weg. Irelia, kommst du dir hoch? Ich hab's nicht gesehen. Woher rum? Da. Okay. Danke für die Info. Ja, dein Tower war aber auch mehr als angekratzt. Den musste ich fallen lassen. Sonst wärst du gestorben. Ja. Tibersch! Tibersch OP! Das war jetzt gutes Timing, Jarvan. Echt? Cool. Da ist ein Board. So, jetzt sollten wir am besten den Turm da holen. Dein Pinky steht noch. Ja, da vermutet den auch keiner. Jedenfalls nicht so schnell. Ja, aber es ist halt ein defensiver Ward. Iridia ist top nicht mehr. Also, den sollte ich eigentlich viel, viel höher machen, eigentlich. Ich werde dann hier wegrotieren zu Top End, ne? Ah, fuck, beides zu Miss. Nicht in Fiddle reinlaufen. Nö, nö. Ich meine, wir haben jetzt ja genug gemacht. Ich hole mir einfach den Blue. Ich kann den nicht da länger stehen sehen. Und der ist gar nicht so schlecht auf mir. Ja. Ich meine, du verbrauchst auch ziemlich viel. Wenn ich mal erst richtig im Teamfight drin bin, ja. Und die Cooldown-Induction ist auch nicht ganz ohne. Scheiße, ihr habt einen Fight am Laufen. Bei dem ich nicht nötig sein werde. Nö. Das Blitzcrank-Ulti einfach nur um zu killen, theoretisch. Aber er hat es nicht geschafft. Alter, Blitzcrank hat nicht mal einen Support gekriegt. Was, sie sind alles S. Ach, Kacke. Wir sollten uns eigentlich mal Bot holen. Die sind Mitte jetzt SS, ne? Ja, dann zieh ich mich hier zurück. Die kommen zu euch, Bot. Ach, die haben doch hier überall gewardet, Mann. Scheiße, jetzt weiß ich gar nicht, was ich mir kaufen kann. Und da ist wieder mein Iridia. Sag ich doch. Ja, nee. Oh, Iridia und ich haben fast genauso viel Farm. Für die Sticks von hinten. Good job. Ich bin tot. Ist schön. Lucien auch. Das war fail. Iridia ist nicht mehr da. Vorsicht, sie könnte Bot power. Sie ist auch Bot.
Oh Mann, ich habe immer die Wahl zwischen, ich porte dann viel zu spät nach unten rein, weil ich das vorher nicht mitgekriegt habe, weil ich weiß nicht, ich krieg sowas nicht mit. Oder ich pushe jetzt Mitte weiter, Top weiter. Ja. Ich werde jetzt pushen. Top. Ich denke, die beiden müssten ja den Tower halten können und der hier ist sehr weit unten. Oh Mann, Minion-Block OP. Nerv. Kacke, ich tanke. Minions, mach mehr Ah, scheiße. Da teleportet jemand zu mir. Vaykos. Ja, Vaykos. Ist mir egal, ich möchte nicht riskieren. Well, no TP. Weißt du, jetzt habe ich sie halt gezwungen, zurückzugehen. Und so etwas liebe ich übelst. Mhm. So. Und ich hole mir mal einen Pinky. Ja, dann hol dir den Red. Vaykos ist da. Das heißt Vorsicht. Bei dir. Mhm. Oh Gott. Das war jetzt Angstflash. Das hab ich auch gerade gedacht, so wow. Sehr übertrieben. Ich komm von hinten. Naja, der Slow hätte mich jetzt nur gebracht von Vaykos. Eieiei, Viertel unten unter uns. Mhm. Ich geh wieder top pushen. Ihr müsst backgehen übrigens, ihr habt so low life alle. Nö. Außer du. Na, aber Iridia kriegt euch, wenn sie will. Das stimmt. Eieiei, und ich habe immer noch nicht teleportiert. Teleportiert. Teleportet. Fiddlestick ist unter euch, Vorsicht. Wingardium Leviosa. Zumindest das Herzlichen Glück, du hast ganz viel Gold. Herzlichen Glück. Jetzt dürfte der Tower mal langsam raufgehen. Sorry, Leute, für meine krächzende Stimme. Ach, gibt Schlimmeres. Erkältung, FTW und so. Gibt Schlimmeres. Zwei Erkältungen. Guck, da, Vaykos musste wieder abgestellt werden, um den scheiß Top Tower zu treffen. Da muss jetzt noch ein Hit draufgesetzt werden. Und der Top Tower ist weg. Einfach weg, kaputt. Und dadurch kann ich jetzt mit Iridia vom Farm her mithalten. Und wenn jetzt Vaykos Ulti macht, hab ich zum Glück meinen... Drake's up. Hourglass. Drake's up. Ja. Kann man wahrscheinlich nicht aufhalten. Ich habe den Jackson Smite momentan. Shit, das ist definitiv zu spät. Ja. Ja, wir haben den Timer. Da war gerade ein Jarvan. Jarvan, sag ich schon, Draven. Ja, direkt hinter dir. Ah, war das nicht schön? War das nicht toll? Ja, das war ganz toll. nein, nicht weiter. Einfach Mitte. Oh, die Leute, wieso chasen die immer so hart? Weißt du, wir kriegen die nicht und dann können wir genauso gut einfach, wie wir es jetzt machen, Mitte pushen. Ich werde wieder top gehen. Mhm. Ich werde nicht zulassen, dass mein Tower da Schaden kriegt. Bot turret, please. To shake. Achso, we need to take. Ich habe shake gelesen. Ups. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Vor allem, am Anfang war es ja so, dass wir echt noch im Nachteil waren und sehr oft halt verloren haben, aber jetzt kriegen wir gerade Kontrolle über das Spiel zurück. Was da definitiv richtig cool ist, ey. So, und wenn ich die nächste Welle mache, dann ist der Turret down. Ich werde den einen Hit auf den Tower mitsetzen. Damit ich ein bisschen extra Gold kriege. Boom. Bitte sehr. Ach, dammit. Der hat auch Zonias. Ja toll, jetzt wollte ich dahin porten und ihr habt nirgendwo da einen Ward stehen, der vernünftig wäre. Weißt du, ich hätte in den Dragon Pit porten können. Sowas hasse ich. Das wird scheiße gelaufen. Ja. Habt ihr euch sehr stark catchen lassen. Er hätte Tower und direkt wegmachen sollen. Das hätte funktioniert. Da ist gewordet.
Dabei hat Blitz das Ward-Item. What the fuck? Vor allem, es denkt einfach niemand dabei. Teamfight, Teamfight, Teamfight. Oder niemand setzt bei Wards. Ich gucke und gucke und keine Wards. Vor allem, wenn du auf Minions teleportierst, hast du einfach so den. Cooldown. Ja, warte. Ja, nee, vor allem, wenn ich auf Minions teleportiere, dann stehe ich scheiße. Hallo, wieso geht der nicht auf Vel'Koz, der total immobil ist? Okay, das war geil. Rampage. Key. Ah, scheiße, ich muss gleich wieder top gehen. Und jemand muss bot gehen. Und ich kann's... Da kann er's mal lassen? Iridia kommt garantiert von hinten jetzt zu uns. Deswegen würde ich da gerne abziehen. Jemand von euch muss bot gehen. Und Drake ist in 3 Minuten. Die haben das, den Crab-Teil gemacht. See. Take red, please. Ich mit dem Red? Lucy! Lucian! Achso. Lucy. Ja, steht im Chat! Achso, Tatsache. Ja! Ich denk mir das aus! Ding jetzt ist bei euch, Iridia. Und Vel'Koz jetzt auch. Ja, Blick Mitte. Alter. Oh, shit. Hier von hier aus kann ich nicht kommen. Lustix wird wahrscheinlich versuchen, über die Ecke da vorne nachher rüber zu ulten. Der steht nämlich immer noch da. Da meinte ich nicht. Der ist da hingelaufen. Ja, ich werde da jetzt ein Wort reinstellen, ist mir egal. Okay. Ah, 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 du Bitch! Bleibst du wohl von meinem Wort weg? Tja. Wäre jetzt so gut gewesen, hättest du die gekriegt. Oh Gott. Hat meine Sonja es nicht gefunden? Das ist doof. Ich habe auch gerade extrem hart Teamfight gefailt. Ja, der Fiddlesticks hat mich aber auch gesilenced, deswegen kann ich meinen Clippers nicht flogen machen. Oh. Das habe ich auch gerade gedacht. Ich war schon absolut darauf vorbereitet, da was folgen zu lassen, dann hat er es nicht geschafft gehabt. Ja, schade, dass er es nicht getroffen hätte, sonst hätte es übrigens den Lucian gekillt. Raven meinst du? Ja. Das ist keine gute Idee. Ich will den nicht chasen. Das haben die absichtlich gemacht, vor allem damit wir uns weiter zurückbewegen und damit wir von unserem Team weggehen. Scheiße. Oh. Hätte auch klappen können. Nein! Ich bin die ganze Zeit hinten in den Carries. Okay, und ihr wart ganz woanders. Ich hätte aufhören sollen auf die Carries zu gehen. Das wäre nice gewesen. Oh, mein Q ging nicht mehr raus. Nein, Tibbers. Nein, mein Q ging nicht mehr raus. Tibbers hätte ich nicht mehr hingekriegt. Achso, okay. Der hätte so lange gebraucht. Achso. Ja, das war, Drake. War noch auf CD. Lol, jetzt räumt ihr da auf. Wir brauchen zumindest ein Wort da drinne. Wie ist Wort? Zweiter Wort. Und jetzt mache ich eigentlich nur dann, wenn ich keine Cooldown, also nichts mehr ready habe und dann auf die Cooldowns warte. Okay. Oder halt am Sterben bin. Der hatte ja so das übelste Glück, dass er gerade Lucian kam. Ja. Ja, da komme ich nicht ran. Abdrehen und Dingels? Ja, würde ich schon sagen.
Vor allem, ich habe gerade ein 1800er Smite. 1080, Entschuldige. Hier ist ein Pinky und Siamin. Ja. Ey, jetzt bringt's auch nichts mehr hier zu warden. Vollidiot, ey. Das Ding gibt Geld. Punkt. Was? Nee. Blitz hat da seine drei Wards geplaced. Ach so. Ich gehe nach oben hin warden. Draven ist unten, Vel'Koz ist oben. Hier sind keine Carries. Vel'Koz oben. Oh, ein Fiddle. War that? Nö. Ultimativer Bait. Der zwar ganz nach hinten losging, aber ultimativer Bait. Ich bin ein bisschen tankiger, als man vielleicht denkt. Dann und Tippers. Hätte ich jetzt noch Fleischmesser am besten. Ja, ich muss das einmal landen, also dass sie einmal nicht immer weglaufen. Oh shit, Fiddle. Oh shit, jetzt habe ich das Sidens ins Team getragen, Entschuldigung. Macht der schon da? Scheiße, mich reinbaiten macht der. Mann! Oh! Schaffen! Aber Toplane pusht. Klar, dass du tot bist. Ja. Wieso geht er nicht einfach da rum rein? Keine Ahnung. Wir haben jetzt einen Turm zerstört bekommen. Aber Top ist immer noch am Pushen. Und Bot auch. Ja. Ich könnte theoretisch auch Top TP und den. Nee, den krieg ich nicht gemacht. Dann spare ich mir lieber das TP auf. Der wäre Bot TP sinnvoller. Sie teleportiert Top. Radio. Oh mein Gott. Da komme ich nicht rechtzeitig an. Lol. Mein Farm. Ach man, die hat den Blue gemacht. Ich habe auch immer alle denke, dass alles mögliche Iridia gemacht hat, ne? Ja. Ich hasse sie. Haben auch Red gemacht. 100 Pro. Konfrontation sollten wir nicht suchen. Sollten nicht getappt. Kommst du? Kommt irgendwer? Manu, niemand kommt top. Niemand hilft bei Pushen. Die machen den nächsten. Hä, was machen die im Drake Pit? Ich denke, der nächste Drake ist bald ab. Denk dran, falls der Fall ist, teleporte ich mich dahin. Oh Gott. Ich hab nirgendwo ein Wort für mich. Ach, kacke, ey. Doch, da war ein Wort. Ja, aber mittendrin, da kann ich ja nicht, da kann ich ja nicht einsteigen, reinzukommen. Weißt du? Das wäre ja schwachsinnig. Oh shit, ich hab die ganze Zeit eh nicht aktiv. Irgendwer von denen ist weggegangen, soweit ich es sehe. Good job. Oh, wie weit reicht der Tower? Ich komme jetzt zu euch und dann gehe ich Bot am besten. Jarvan macht schon.
Ich muss echt nervig sein, weil die immer gezwungen sind, irgendwie nach hinten zu schicken. Oh Mann. Ja, ist doch gut. Ja. Ist es auch. Warum steht da ein Pinky? Keine Ahnung. Sie haben keinen Unsichtbaren im Gegenteam, von daher keine Ahnung. Drag's up. Mhm. Na, jetzt habe ich keinen Tibbers. Ich habe erst meinen Smite in ein paar Sekunden. 5, 4, 3, 2, wir müssen ihn vorher kriegen. Das war close. Mhm. Shit, da sollten wir uns jetzt rausziehen. Ja, seid ihr immer noch drin? Da ist ein Pinkboard drin. Oh Gott. Kacke, ich bin in die falsche Richtung geflasht. Die lassen ihn jetzt im Pentakill. Warum bin ich nicht weggegangen? Au. Ja, aber wir hätten wirklich aufhören sollen zu fighten, so als wir Draven und... Draven tot war. Mhm. Wow. Egal, wir können das noch schaffen. Jetzt müssten wir was machen. Baron, ne? Um nochmal zurückzukommen? Theoretisch ja, aber dafür müssen erstmal die ganzen Supermans. Harrys weg von denen. Okay. Niemand lässt mich auch noch ein Minion fressen, ey. Scheiße. Ich brauche Fressstufen wieder. Und zwar schnell und zwar vor dem Teamfight. So, der einzelne Carry ist unten. What? Da sollten wir am besten hinrotieren, nur so als Info. Ach, niemand macht das. Und Velkos kommt von top. Ach, das war eine kacke Idee. Wir helfen Pushbot. Wir sollten einfach... Draven uns abholen. Versteht ihr es nicht? Oh Mann. Da ist ein Einzelner. Er ist da nicht mit drin. Okay, dann. Oh shit, du hast Tibbers! Tibbers! Ach shit, das ist Draven. Jetzt müsstet ihr eigentlich Baron machen. Aber. Draven ist ab. Damage. Aber unsere beiden Carries sind auch weg. Ja, deswegen sage ich ja, ihr macht keinen Damage im Baron. Wir könnten aber top rotieren. Oder B-Steffen. Hey, wir haben doch die Lane kaputt gemacht. Die werden jetzt vom Dingels kaputt gemacht. Vom Minion plus alles. What? Shit, Schaden! Nein! Nein, ich habe ihn doch noch abgebrochen! Aber egal, ich wäre tot. Scheiße! Die hatten ein Ward! Egal. Passiert. Habe ich nicht mitgerechnet. Leona hat keine Ulti mehr. Shit. Okay. Top Tower muss nur noch einmal die normalen Lane pushen und dann ist der weg.
Soll ich Bot die Welle machen, damit die nicht gegen uns pusht? Weil sie es gerade tut. Also Bot ist gerade Anti. Na, ich gehe. Okay, gut. Ach, Kacke, ey. Ach, Mann! Hinter uns sind noch Iridia und Dingets. Jetzt könnten wir theoretisch Dingets machen, ne? Und danach müssen wir. Ja, und danach müssen wir auch Drake holen, theoretisch. Also erst Backcall natürlich und dann Drake. Und vor allem Lucian ist auch jetzt ab, das heißt Lucian hat den Buff auch. Das war gut. Das war sehr gut sogar. Jetzt weiß ich, was ich holen wollte. Wow, 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 wow! Alter, der Teleport war richtig close und der Top Tower ist weg. Nice. Und Bot Tower wird nachher auch fallen, weil die Lane pusht. Kommt Draven? Was? Da kommt Draven. Wo? Oh. Hier ist ein Pinky drin. So, jetzt müssen wir einfach nur als Team Mitte pushen. Ach Kacke, jetzt bin ich abgesplittet. Ich komme einmal rum. Bin gleich da. 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 Jetzt bin ich da. Wir können auch eigentlich einfach nur hier stehen und die Ken-Minions beschützen. Weil die jetzt langsam aber sicher den Tower einfach schrotten. Mir macht's Angst, dass Fiddle hier nirgendwo ist. Fiddle ist da. Wir müssen top gehen, Leute. Top, 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 top. Riesenwelle mit zwei Ken-Minions und alles. Ne, ich meine ja nur. Vor allem, die müssen sich ja auch neu positionieren. Leona ist an der Seite. Ich würde da ja gerne Ward rüber haben. Okay, wartet, nicht tweet werden. Alter, das war richtig. Good job. Keiner von uns ist bisher tot. Also es war ein bisschen Chaos, aber es war gut. Jetzt müssen wir uns eigentlich zurückziehen oder Mitte machen. Ja, gut, wir können enden. Good job, guys, ey. Geil. TG. Geil. Oh mein Gott. Das sah zwischenzeitlich echt so aus, als hätten wir verloren, ne? Wow! Leute, das erste Ranked jetzt gewonnen. Ich will mal gucken, wie viele Punkte. Oh mein Gott. Geil. So, ich habe jetzt plus Rating for Stats. Rating for Stats. Immer noch Rating. Plus. Wo steht das? Ach, plus 29 6. bekommen. Ich habe 26. Oh. Schade. Oh, genau, der postet da die ganze Zeit. Oh, mein Gott. Oh, das Telefon, ne?
Das war eben während des Games auch schon mal. Ja, hab's gehört. Gut, ich sag dann erstmal tschü und bis zur nächsten Aufnahme. Tschü, tschü. Tschüss.